Petra Ganswind und Andreas Andres, die sind ein eingespieltes Team im Kölner Eigelstein-Kiez. Das ist dicht am Hauptbahnhof. Die beiden Polizisten, die sind mal tags, mal nachts unterwegs, mal in Uniform, mal in Zivil. Für ihren Job brauchen sie viel Fingerspitzengefühl. Aber wenn es sein muss, können sie auch hart zupacken. Denn der Eigelstein ist ein Viertel mit Multikulti-Charme, aber auch mit reichlich Problemen. Ein ganz normaler Einsatz. Für diesen jungen Mann liegt ein Haftbefehl vor. Er hatte eine Geldstrafe nicht beglichen. Nur wenn er jetzt sofort zahlt, bleibt er in Freiheit. Die beiden Polizisten begleiten ihn zum nächsten Geldautomaten. Der Mann wundert sich, dass vorher kein Einschreiben gekommen ist. Die haben Sie mit Sicherheit bekommen. Müssen Sie bekommen haben, bevor. Das wird förmlich zugestellt. Er habe aber nie etwas gegengezeichnet. Nee, muss nicht gegengezeichnet werden, es wird auch eingeworfen. Einschreiben, Einwurf geht auch. Es geht um ein paar hundert Euro, die er der Staatskasse schuldet. Er wird den Betrag jetzt zahlen. Ist das immer so nett? Nein, ist auch schon mal ganz unnett, würde ich sagen. Aber der war jetzt nett, entspannt. Hatte auch nicht das Gefühl, er will uns davonlaufen. Hätten wir sowieso gekriegt. Auf jeden Fall hätten wir den gekriegt. Und er will nichts mitbekommen haben von all den Briefen. Genau. Untypisch. Ja. Eigentlich kriegt er sehr viel Post, bevor wir den Haftbefehl auf den Tisch kriegen. Kriegt er 3-4 Mal, wird er angeschrieben, aufgefordert. Und sich dann gar nicht zu kümmern, dann kommen wir. Petra Ganswind und Andreas Andres, beide Polizeioberkommissare, beide Bezirksdienstbeamte, also Polizisten zum Anfassen. Ihr Einsatzgebiet, der Eigelstein, ist eines der buntesten Viertel Kölns. Hallo. Hallo. Alles gut? Ja, bei euch? Ja, bei dem Wetter, ne? Alltagsarbeit. Vor dieser Gastwirtschaft drücken sich gerne Männer herum und versperren den Gehweg. Der Wirt wird wieder mal um Abhilfe gebeten. Die Sache ist hier, wenn die Leute, die Bürger und die Nachbarn beschweren sich immer darüber, dass hier ganz viele ihrer Gäste hier nicht nur rauchen, sondern die ganze Zeit hier vor der Tür rumsitzen. Das haben sie dem Wirt schon öfter gesagt. Der aber tut so, als gäbe es kein Problem. Ja, die Feststellung haben wir ja selber auch, dass manchmal ganz viele Leute hier vorstehen. Ist ja nicht so, dass das nie passiert. Aber jetzt sei doch kaum einer da, sagt der Wirt. Ja, weil wir gekommen sind und die Hälfte geht dann. Genau. Ja? Ein bisschen Auge drauf haben, Herr. Tschüss. Tschüss. Wie oft muss man denn da so bitten? Am besten jeden Tag 3 Mal. Das ist so. Das bleibt halt, manchmal ist das Kurzzeitgedächtnis sehr kurz. Ein buntes Viertel, auch voller Spannungen. Abends kurz nach 9, Großeinsatz der Polizei im Eigelstein. Ein Anrufer hat eine Massenschlägerei gemeldet, doch die vielen Menschen auf der Straße sind friedlich. Petra Ganswind und Andreas Andres sind die ersten Polizisten vor Ort, befragen zunächst die Anwohner, was hier eigentlich los war. Ein einzelner Mann soll in diesem Lokal randaliert haben, das große Schaufenster zertrümmert. Die beiden Bezirksbeamten sind als erste vor Ort. Drinnen ein Bild der Verwüstung. Was ist denn los gewesen hier? Hier hat wohl einer gespielt, das ist mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, ob der so sich noch rauskristallisiert. Hat einer gespielt, ganz viel Geld reingeschmissen und wollte wohl noch Geld haben, damit er noch mehr Geld reinschmeißen kann. Das wurde ihm dann verwehrt. Und dann ist er sauer geworden. Hat ja das ganze Spielautomaten kaputt gemacht und ist rausgegangen und hat mit dem Stuhl die Scheibe eingeschlagen. Alle Zeugen sagen das Gleiche aus. Also hat er den Rocker genommen, da hat er einen Wutanfall bekommen. Hat erstmal mit Fäust hat er auf dem Glas eingeschlagen. Das hat nicht geholfen, hat sich der Hocker genommen, hat das Apparat, wo er gespielt hat. Und dann kam weiter ein Apparat hinterher. Während sich draußen immer mehr Neugierige versammeln, bleiben diese beiden Herren völlig entspannt bei ihrem Kartenspiel. Ich hätte gedacht, aber da wären irgendwelche anderen Gründe. Weil es hieß ja erst, es ist eine Schlägerei zwischen 50 Beteiligten. Der Täter wird schnell gefunden und draußen festgenommen. Der Mann ist sehr betrunken. Und dann ist der Einsatz beendet. Letzte Dienststelle und dann schreiben und dann Feierabend. Ja, und morgen früh wieder hier.